Hallo Liesen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder ein Unboxing zu einer neuen Box, beziehungsweise eine, die ich noch nicht kannte. Ich bekomme in letzter Zeit einige Anfragen, die ich auch gerne annehme, wenn mich die Boxen interessieren. Und die hat mich interessiert. Und zwar geht es um die Box, die sich Vegan Beauty Basket nennt. So sieht die aus, einfach so ein schwarzes, relativ flaches Kistchen. Und das ist eine vegane Beauty-Box, also wie die Love Beauty-Box. Ich weiß gar nicht, wie neu die auf dem Markt ist. Also ich glaube, auf jeden Fall gibt es sie schon ein bisschen länger. Ich habe zumindest gesehen, dass es im August schon Boxen gab, weil ich mir so die Inhalte ein bisschen angeguckt hatte. Und ja, das Besondere an der Box ist, dass man sich immer ein oder zwei Artikel, die in der Box drin sind, auswählen kann. Also hinsichtlich Farbe, Duftrichtung und so weiter. Also da hat man noch ein bisschen die Wahl, was man gerne mag, was ich ganz cool finde. Die Box enthält also nur vegane Kosmetik, die auch größtenteils Naturkosmetik und Bioqualität ist. Und kostet 24,90 Euro im Monat, bei einem 3-Monats-Abo 23,90 Euro. Ja, und ich bin sehr gespannt, was hier drin ist. Hier lagen jetzt noch ein paar Flyer mit dabei. Daba kenne ich, da war doch schon mal dieses übel tolle Blätterspray in der Love Beauty Box von Carina. Das habe ich geliebt, das war so gut für meinen Sonnenbrand im Urlaub damals. Dann von Ponyhütchen kenne ich auch, das ist eine sehr, sehr tolle Handmade-Kosmetikmarke. Deo-Creme, also Creme-Deo, genau, auch ein Flyer. Und dann haben wir ja noch Tierpatenschaft mit Herz, da kann man wahrscheinlich eins dieser Tiere adoptieren. Ich weiß nicht, muss ich mir dann mal durchlesen. So, ich würde sagen, wir schauen jetzt aber erstmal hier rein. Ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich schon darauf. So, so sieht das aus. Hier ist so ein grüner Zettel drin und ist hier so zugebunden und mit einem Aufkleber, wie man das halt kennt von Beautyboxen. Ja, ich bin gespannt. Also zwei Produkte weiß ich auf jeden Fall schon, weil da konnte ich mir die Duftrichtung bzw. die Farbe aussuchen. Aber die restlichen Produkte kenne ich noch nicht. So. Und ich würde sagen, ich fange vielleicht gleich mal an mit den Produkten, wo ich meine Wahl treffen konnte. Und zwar war das einmal ein Nagellack. Und zwar ist das dieser hier von der Marke Pretty NYC Polish. Weiß ich nicht, ob ich das richtig ausspreche. Und zwar habe ich da die Farbe Bunny Ears Cactus ausgesucht, 514. Und ich finde, das ist ein unglaublich cooler Ton. Das ist irgendwie so ein Meerjungfrauen-Grün-Blau. Also es ist richtig cool. Ich weiß nicht, warum das Bunny ihr es heißt. Ich finde irgendwie so Meer oder Ariel, Meerjungfrau, keine Ahnung, es würde irgendwie besser passen. Das ist eine total schöne Farbe. Also ihr seht das ja dann, wenn ich das euch einblende. Und ja, da habe ich mich gleich ein bisschen verliebt, auch wenn ich gar nicht so gerne blau auf den Nägeln trage. Aber die hat mir irgendwie richtig gut gefallen. Und ja, sieht erstmal so vom ersten Eindruck hochwertig aus. Ich glaube, die Marke gibt es auch in Deutschland gar nicht. Ich schaue mal ganz kurz auf das Zettelchen. Pretty NYC Nagellack, 12,6 Milliliter, der kostet 16 Euro. Und das stimmt auch so, weil ich hatte das schon mal im Internet recherchiert, als ich mir die Farben angeguckt hatte, weil ich mir eine Farbe aussuchen sollte. Und zwar steht hier, Pretty NYC Nagellacke enthalten keine Schadstoffe, sie sind ohne Methylbenzol, in Klammern Toluol-Lösungsmittel, ohne Dibutyl, das sind Sachen, die kann ich nicht mehr aussprechen, Phthalate, sogenannte Weichmacher und Formaldehyde, alles Inhaltsstoffe, die als krebserregend und potenziell gesundheitsschädigend eingestuft sind. Die luxuriösen Nagellacke trocknen schnell, beinhalten einen UV-Filter, sind sehr beständig, super glossy und zudem in allen Trendfarben erhältlich. Pretty NYC ist mehrfach zertifiziert, unter anderem durch die USDA, vegan und arbeitet selbstständig ohne Tierversuche. Klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut und sehr, sehr vielversprechend. Ja, finde ich cool, die Marke kenne ich noch nicht und ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, meine Frau, also Christine, die ihr kennt aus dem IKEA-Haul, oder meine Schwester, hatte mir letztens einen Artikel geschickt über übelst schreckliche Inhaltsstoffe in Nagellacken. Ich meine, was man sowieso wahrscheinlich schon immer vermutet hat, wie das Zeug stinkt und so, dass das nicht so gesund sein kann. Aber da sind halt echt Sachen drin, da greift man sich an den Kopf. Ich meine, ist halt ein Lack, ne? Und deswegen finde ich das eigentlich sehr cool und interessant, dass es da tatsächlich auch Marken gibt, die auf diverse Stoffe verzichten, wobei hier wahrscheinlich auch Sachen drin sind, die nicht unendlich gesund sein können. Aber gut, finde ich sehr, sehr cool und werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich bin sehr gespannt auf die Haltbarkeit. Gefällt mir. So, und das zweite Produkt, das ich mir aussuchen konnte, also von der Duftrichtung und so, war nämlich das Deo von Ponyhütchen, die Deo-Creme. Habe ich ja schon tausendmal gesagt, dass ich Deo-Creme liebe. Ich habe ja sonst immer die von Wolkenseifen gehabt, aber auch in der Love Beauty Box, meine ich, von Carina, war auch schon mal diese Ponyhütchen-Deo-Creme drin und die ist auch sehr, sehr toll.
Und ich habe da jetzt zwei bekommen, denn ich kann eine an euch verlosen. Also ich hatte mir jetzt ausgesucht und zwar die Deo-Creme in der Duftrichtung Wintermärchen. Ja, aber jetzt geht es auf die kalte Jahreszeit zu mit Pflaume, Zimt und Nelke. Handgemacht in der Schweiz. Und genau, hier sind drin, ich weiß gar nicht, 50 Milliliter. Reicht auf jeden Fall ziemlich lange. Und ja, es riecht total gut. Es riecht eigentlich auch eher ein bisschen fruchtig noch, also wahrscheinlich durch die Pflaume. Ein sehr schöner Duft, finde ich. Und man kommt damit sehr, sehr lange aus, weil man nur eine ganz winzig kleine, so eine erbsengroße Menge benötigt, die man sich dann eben unter, also, beziehungsweise auf die Achsel schmiert, auf dem Achsel. Also es beruht ja quasi auf Natronbasis. Man kann sich im Grunde auch so Natron unter die Achseln schmieren, aber dann ist es wahrscheinlich weiß und pudrig und staubig. Aber diese Deo-Cremes basieren alle auf Natron, weil Natron eben diese Bakterien, die im Schweiß sind, hemmt und dadurch diese Geruchsbildung verhindert. Und das funktioniert auch sehr gut. Genau, und für euch habe ich eine Deo-Creme in der Duftrichtung Fresh and Fruity mit ätherischem Mandarinöl. Ich rieche mal dran. Wenn euch das nicht stört. Oh, das riecht wie so ein, irgendwie wie Zitroneneis oder Mandarineneis. Riecht auch total lecker. Wie ihr die gewinnen könnt, sage ich euch dann am Ende des Videos. Aber so habt ihr erstmal einen kleinen Vorgeschmack. Genau, so, wartet mal. Die Deo-Creme kostet und zwar 8,39 €. Und es gibt die Sorten Fresh and Fruity, Blütenzauber, Wintermärchen, Kuscheldecke und A Perfect Matcha und Pretty and Pure. Die Deo-Cremes von Ponyhütchen sind effektiv, sanft zur Haut und kommen gänzlich ohne möglicherweise schädliche Aluminiumsalze aus. Sie werden in Handarbeit auf der Basis von Bio-Shea-Butter, Bio-Kokosöl hergestellt und ziehen dank der luftigen Konsistenz sehr schnell ein, ohne weiße Spuren oder einen fettigen Film auf der Haut zu hinterlassen. Die Deo-Cremes von Ponyhütchen sind bio, vegan, zudem frei von Konservierungsstoffen und sehr ergiebig. Ja, finde ich sehr gut, mag ich. So, und jetzt mal zu den Produkten, die ich selber noch nicht kenne. Und zwar habe ich hier einmal so eine Tube von Lenz Naturpflege, habe ich auch noch nie gehört. Eine Haarspülung und Kur, Klettensamen und Brennnessel, glänzend aufgelegt. Finde ich sehr, sehr cool. Ich habe nämlich zurzeit irgendwie, also ich habe schon eine Spülung, ich benutze zurzeit Shawn and Len, was ich sehr gut finde, darüber kommt noch eine Review und Organicum habe ich noch in Benutzung. Aber irgendwie habe ich nicht so was richtig Pflegendes. Ich habe unglaublich trockene Haarspitzen. Die fassen sich manchmal an wie Stroh. Dadurch, dass ich halt keine Silikone verwende, trocknen die super schnell aus. Und ich mache immer mal so ein bisschen Kokosöl rein, aber meistens vergesse ich es oder habe irgendwie keine Lust. Ich weiß auch nicht, ich bin ja so ein Fauli, was sowas angeht. Und deswegen finde ich es cool, jetzt hier so eine Kur zu haben, beziehungsweise so eine Spülung, die man dann auch als Kur verwenden kann. Hier steht Brennnessel. Am Waldesrand, am Zaun die wilde Klette. Lenz Naturpflege besinnt sich auf Pflanzen aus unserem Kulturkreis. Sie entfalten ihre Wirkung in rein veganen Rezepturen. Die Haarspülung und Kur pflegt beanspruchtes Haar und verleiht ihm Geschmeidigkeit und Glanz. Ich sollte Vorleser werden. Als Spülung nach der Haarwäsche im ganzen Haar oder nur in den Spitzen verteilen, 3 bis 5 Minuten einwirken lassen oder als Haarkur nach 10 Minuten. Lenz Haarspülung kostet 3,99 €, riecht aber auf jeden Fall gut und so frisch und auch so ein bisschen zittrig. Darüber freue ich mich auf jeden Fall und werde die testen und bin gespannt und vielleicht kommt eine Review dazu, wenn ich sie gut finde. So, dann haben wir hier was. Das finde ich auch gut. Und zwar von Love Me Green. War ja auch schon in der Love Beauty Box. Davon habe ich nämlich den Toner aus der Love Beauty Box. Und das ist jetzt Organic Energizing Cleansing Foam. 98% Natural. Ein Reinigungsschaum. Sehr, sehr gut. Das kann ich dann nämlich gleich in Kombination benutzen. Mein Reinigungsschaum war jetzt auch alle, beziehungsweise mein Reinigungsgel. Ich habe jetzt noch eine Gesichtsseife, die ich auch immer mit zum Augen-Make-up entfernen benutze. Also ich trage ja nur Mascara und das geht auch sehr gut. Und danach werde ich dann gleich den in Gebrauch nehmen. Cremig feiner Gesichtsschaum mit ökologischem Rosenwasser und Papaya-Extrakt. Reinigt zuverlässig und pflegt die Haut durch die Kombination aus beruhigendem Rosenwasser und der feuchtigkeitsspendenden und keratolytischen, in Klammern hornlösenden bzw. abschuppenden Wirkung des Papaya-Extraktes. Okay, cool.
Die 100 ml Flasche kostet 12,90 €. Dieser sanfte vegane Naturkosmetik-Reinigungsschaum für das Gesicht sorgt für eine zuverlässig sanfte Reinigung und auch bei empfindlicher Haut für ein angenehmes Gefühl. Dank seiner feuchtigkeitsspendenden Extrakte aus Sonnenblumen und Papaya reinigt der cremig feine Schaum mit hochwertigem Rosenwasser wohltuend und gründlich, ohne den pH-Wert deiner Haut zu beeinflussen. Er pflegt, regeneriert und verhindert das Austrocknen für eine erfrischte, natürliche Ausstrahlung, egal bei welchem Hauttyp. Die Pflege wird durch Aloe Vera aus ökologischem Anbau perfekt ergänzt. Zusätzlich wird die natürliche Regenerationsfähigkeit der Haut stimuliert. Es sind aber ganz schön viele Inhaltsstoffe drin. Also schaut mal hier, wo meine Finger sind. Also so ein ganzes Stück Inhaltsstoffe, was ich eigentlich immer nicht so gut finde, weil je mehr Inhaltsstoffe, desto bedenklicher ist es in meinen Augen. Also ich bin immer der Meinung, je weniger drin ist, desto besser. Und hier ist halt echt ganz schön viel Zeug drin. Aber gut, ist halt Naturkosmetik, deswegen mache ich mir da nicht so viele Gedanken wie jetzt bei irgendwelchen anderen Sachen aus der Drogerie zum Beispiel. Ja, ich freue mich darauf, den zu testen und bin gespannt, wie der ist, ob der im Gesicht spannt und so weiter. Also falls euch hier Reviews interessieren zu den Produkten in der Box, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann werde ich dazu sicher mal ein Video machen. So, und über das letzte Produkt freue ich mich richtig. Das war nämlich als Probe auch in der Love Beauty Box, meine ich, aber hier als dieses kleine Tübchen mit 30 Millilitern. Und zwar ist das von Dr. Severin Bio das Aftershave Balsam, diese Lotion Sensitive for Women. Also es müsste das gleiche sein, genau. Und das ist richtig, richtig cool. Also ich finde das von der Wirkung ziemlich gut. Es ist halt sehr, es ist dünnflüssig und fühlt sich auf der Haut irgendwie so leicht klebrig an. Aber ich finde es von der Wirkung ziemlich gut. Also Rasierpickel sind da bei mir auf jeden Fall minimiert und es tut einfach sehr, sehr gut, wenn man das auf die Haut aufträgt. Und das kostet nämlich eine ganze Stange Geld. Da hatte ich schon mal nachgeguckt, weil ich es eventuell nachkaufen wollte. Und mich hatte auch meine Schwester schon mal gefragt, ob ich das noch habe. Und zwar, wartet mal, wo haben wir das? Genau hier, das ist übelst teuer. Diese 200 ml Flasche kostet 33,10 €. Also da hat sich schon der Preis der Box locker gelohnt und das Zeug ist wirklich sehr, sehr gut. So, wie immer war der Akku leer, also falls irgendwas anders aussieht, meine Haare zum Beispiel, wundert euch nicht. Denn ich habe die zwischendurch jetzt mal kurz gekämmt, weil ich total Haare, also ich kämme meine Haare halt nicht jeden Tag, wenn ich zu Hause bin, mache ich die einfach nur zu einem Dutt und lasse die so, wie sie sind, weil das die Haare halt am wenigsten beansprucht. Und dadurch hängen dann aber immer so viele lose Haare rum, weil ja ein Mensch irgendwie am Tag, weiß ich nicht, 30 Haare oder so verliert, weiß ich nicht genau, wie viel das sind. Und wenn ich die dann noch nicht gekämmt habe, wie jetzt zum Beispiel, weil ich die nur gewaschen hatte und danach wieder einen Dutt reingemacht habe, dann hängen mir immer die ganzen losen Haare hier raus. Und dann muss ich mich immer erstmal so enthaaren und deswegen habe ich die jetzt mal kurz durchgekämmt ein bisschen, damit ich hier nicht immer die ganzen Haare rumliegen habe. So, jedenfalls war ich bei diesem wundervollen Dr. Severin Aftershave Balsam. Genau. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt hatte. Ich glaube, ich wollte euch gerade vorlesen, was hier steht. Hilft schnell gegen Rötungen, Rasierpickel und eingewachsene Haare nach Rasur, Epilation oder Waxing. Antibakteriell und beruhigend. Besonders mild, brennt nicht. Nach der Haarentfernung im Achsel- und Intimbereich und an den Beinen auftragen. Bekämpft unangenehmen Geruch und Entzündungen von Poren. Inwiefern bekämpft denn das unangenehmen Geruch? Verstehe ich irgendwie gerade nicht so ganz, aber okay. Auf jeden Fall ist es gut für nach der Rasur. Ja. Finde ich sehr, sehr cool, dass ich das jetzt hier in dieser großen Flasche habe. Also ich kann das echt nur weiterempfehlen. Ist halt, wie gesagt, so ein kleines bisschen klebrig, so nach dem Auftragen, aber von der Konsistenz sehr, sehr dünnflüssig. Man braucht wirklich auch nur ultra wenig, weil sich das ganz, ganz leicht verteilen lässt. Das ist so ein bisschen klitschig und dadurch gleitet das super über die Haut. Und es riecht sehr, sehr zittrig, zitronig, also sehr erfrischend. Und das ist wirklich ein richtig gutes Produkt und allein damit hat sich eigentlich der Boxenpreis von 24,90 € auf jeden Fall schon rentiert, weil das halt, wie gesagt, 33 kostet. Alles in allem ist ja sowieso ein sehr hoher Wert enthalten. Also das hier kam ja 12,90 €, also fast 13. Dann das nochmal 4 €. Die Deo-Creme 8,90 €, das sind auch fast 10 €. Der Nagellack noch 16 €, also wirklich ein sehr, sehr hoher Boxenwert. Warte mal, und hier ist noch ein Gröbchen drin. Komm her. Oh, kann ich dran. Hier. Von der Nagellackmarke ist hier noch ein Nagellackentferner auf Sojabasis. Da bin ich ja mal gespannt darauf, ob das funktioniert. Also mit so Entfernungstüchern habe ich prinzipiell noch keine guten Erfahrungen gemacht, weil es irgendwie noch nicht so richtig funktioniert. Sehr, sehr, sehr schöne Box. Ist natürlich überwiegend jetzt Pflege drin, aber zum Beispiel, ich hatte gesehen, ich habe übrigens nochmal nachgeguckt, also das Vegan Beauty Basket gibt es seit Juli. Also im Juli gab es die erste Box. Ich hatte jetzt mal die September-Box noch angeguckt, die war auch sehr, sehr cool. Da war zum Beispiel auch ein Rouge drin und ein Lippenstift und ja, toller Inhalt auf jeden Fall. Aber die hier gefällt mir auch richtig, richtig gut.
Ich war ja früher nicht so der Pflegefan, aber so die ganzen Naturkosmetik-Bio-Sachen finde ich alle wirklich sehr, sehr spannend und sehr toll, einfach weil sie gute Inhaltsstoffe haben. Deswegen probiere ich da auch gerne mal ein bisschen was aus. Also am meisten, ich kann gar nicht so richtig sagen, worüber ich mich am meisten freue. Ich finde eigentlich alles ziemlich cool. Also wie gesagt, diese Aftershave-Lotion, natürlich auch das Ponyhütchen-Deo. Ich komme gleich zur Verlosung. Den Nagellack finde ich auch ultra schön. Den muss ich dann mal lackieren und dann seht ihr das ja sowieso, oder habe ich ja schon eingeblendet, dann meine Nägel mit der Farbe. Und ja, auch die Haarkur. Ich finde wirklich, das ist eine rundum gelungene, sehr, sehr, sehr schöne, hochwertige Box. Also es sind sehr hochpreisige Produkte drin. Sie kostet ein bisschen mehr als die Love Beauty Box, die ja 20 Euro inklusive Versand kostet. Das sind hier nochmal 5 Euro mehr. Aber die Preise der Produkte sind halt wirklich sehr, sehr hoch angesetzt. Und deswegen absolut nichts zu meckern, würde ich sagen. So, kommen wir jetzt noch zu der Verlosung für das Fresh and Fruity Ponyhütchen Creme Deo. Ich werde euch da sicher noch ein paar Kleinigkeiten mit reinlegen, dann in das Päckchen bzw. in den Umschlag, damit es halt nicht nur die Deo-Creme ist, wobei das ja auch schon ein tolles, hochwertiges Produkt ist. Genau, und wenn ihr das gewinnen wollt, dann schreibt mir einfach mal in die Kommentare, ob ihr Naturkosmetik benutzt und wenn ja, ob ihr da ein Lieblingsprodukt habt. Wenn ihr euch auf der Website für den Newsletter anmeldet, bekommt ihr einen 10% Rabattgutschein. Das schreibe ich nochmal in die Infobox. Das heißt, könnt ihr euch entweder die Box abonnieren mit 10% Rabatt auf die erste Box. Es gibt übrigens auch eine Probierbox, also einmalig ohne Abo. Die kostet dann 27,90 €. Da könnt ihr die Box ausprobieren, wenn ihr Interesse habt. Das war's dazu und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und euch hat die Box gefallen und ihr fandet das interessant und ihr findet das auch gut, wenn ich immer mal so ein paar neue Boxen, die ich selber auch noch nicht kenne, vorstelle. Ja, und das war's dazu. Ach ja, und schreibt mir auch in die Kommentare, ob ihr Reviews zu den Produkten wollt. Und ja, ich freue mich aufs Ausprobieren und ja, wünsche euch jetzt noch einen ganz, ganz schönen Tag oder einen schönen Abend und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann! Dann sind hier doch noch ein paar Beauty-Produkte auch mit drin und zwar einmal von Go and Home. Das kennen wir auch schon aus der Love Beauty Box von Carina. Das ist ein Deo, was ich sehr cool finde.